Morgen, meine Lieben. Wir haben schon 20 nach 7. Ich habe mal ein bisschen länger geschlafen, weil ich auch erst um 1 Uhr heute Nacht ins Bett bin. Ja, sonst stehe ich ja immer um 5, 6 Uhr schon auf. Schaut euch an, wie das Wetter heute wird. Gestern haben sie noch mehr Regen gemeldet. Jo, ansonsten habe ich lange Hose und Pullover an, weil es ist doch noch schattig. Wobei die Sonne wärmt mir jetzt den Rücken. Ja, in diesem Sinne, was heute passiert, weiß ich noch nicht. Das werde ich euch gleich berichten, sobald etwas los ist. Ja, meine Lieben, die immer so viel Angst hatten hier, weil alles schon grün ist, schaut euch das mal an. Alles wieder sauber, alles noch nass. Hochdruckreiniger macht's möglich. Das ist ganz easy. Ja, Geländer habe ich auch gerade abgespritzt. Das ist aber noch nicht so 100%, weil da konnte ich nicht weitermachen. Ich hatte die Tür hier auf und keine Lust da nochmal mit nassen Füßen, weil ich barfuß dann bin beim Arbeiten. Das geht besser als mit den Latschen. Ja, und da haben wir wieder sauber. Und jetzt gönne ich mir erstmal ein Glas Weißwein, der schön gekühlt. Ich sage euch Prost. In Mainz habe ich dann immer gesagt, wir sind ja im Weinbaugebiet. Aber hier schmeckt er genauso gut. Ich habe gestern im Video gezeigt, die Flaschen. Da hatte ich die rote gezeigt. Aber jetzt trinke ich erstmal weißen. In diesem Sinne, schauen wir mal, was wir heute noch machen. Ich weiß es noch nicht so genau. Es ist Sonntag, vielleicht fahre ich zum Friseur. Aber da vorne hat er noch das Tor zu und ich räume es nicht weg. Habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, weil ich es für Quatsch empfinde. Wer da rein will, kommt rein. Also, naja. Wenn Schema fragt, das ist jetzt nicht über meinen Mann gelästert oder so, sondern einfach so geredet. Er macht zu, er muss aufmachen und ich möchte es nicht. Das hat aber nichts mit Lästern zu tun. Ich lästere heute nicht. Über keinen Kommentar von gestern. Ich hatte sowieso die Hälfte der Zeit kommentieren ausgeschaltet. Das war mir lieber. Ja, in diesem Sinne, ciao, ciao. Ja, meine Lieben, ich wollte ja einen Gärtner einstellen. Ja, aber mein Mann bei meiner Auswahl war dagegen. Was soll man machen? Ja, meine Lieben, ich bin im Schlafzimmer und möchte jetzt durch die Wohnung gehen. Und ja, was wollte ich eigentlich? Da mein Mann den Gärtner nicht möchte, komm mit. Ja, da mein Mann den Gärtner nicht möchte, müssen wir selber was machen. Ich gehe mit euch noch einmal kurz rund. Es gibt immer welche, die sind neu dazugekommen. Und ja, draußen ist es sehr windig. Ich weiß nicht, ob sie das heute schafft. Ich hatte ja vorhin schon gezeigt, hier habe ich alles schön sauber gemacht, auch jetzt weggeräumt. Da kann man das mal so richtig zeigen. Hier, das war alles grün. Grün war's. Jetzt ist es wieder wunderbar. Ja, hier habe ich auch ein bisschen gemacht. Die Rosen, die ja, lassen die Köpfe hängen. Ich gehe mit euch mal rum. Hier liegt der Hund. Das Feuer verbrennt auch alles. Haben meine treuen Zuschauer ja alles schon gesehen, aber es gibt ja auch immer wieder neue Zuschauer. Dann gehen wir mal ums Haus rum. Ja, hier habe ich heute Morgen wieder gewässert. Ein Loch ist jetzt auch drin. Mal schauen, was mein Gemüsebeet denn so dann macht. Wäsche gewaschen hatten wir schon. Ja, und ihr müsst immer meinen Rücken sehen.
Oder ich muss mal rückwärts gehen, das geht ja auch. In diesem Sinne denke ich, ja, hier die Pflanzen, die werden jetzt auch nochmal gut bewässert. Die Palmen wachsen schön, die kriegt schon einen neuen Trieb, wenn ihr das sehen könnt. Ja, und ansonsten muss ich noch hinten die Blumenerde, die muss ich noch rüberräumen. Ja, jetzt hat er zu kämpfen. Die muss ich hier noch hinräumen und dann haben wir's. Unsere Konstruktion zum Baum stützen, bis er angewachsen ist. Auch das funktioniert und schaut mal, was die hier kommen. Wahnsinn, das wird alles Auberginen. Ja, und hier war irgendein Gemüse, da hatte ich gesagt, mach das in den Müll, das ist faul. Die Wurzeln hat er eingepflanzt, kommt. Einfach schön. Ja, was gibt's sonst noch zu zeigen? Eigentlich sonst nichts mehr. Heute ist ein ruhiger Tag. Ich gehe mal hier zwischendurch, hoffe, dass es auch schafft. Ja. Meine Orchidee hier, die ist schwer umgekippt. Ja, dann machen wir das gerade. Ja, was soll ich sagen? Jetzt sitze ich auf dem Plätzchen hier. Er hat so ein bisschen mehr Windschatten, wobei die Luft ist heute wirklich, also geht ganz gut der Wind. Ich sehe da hinten der eine Baum, den zeige ich euch morgen oder übermorgen mal. Die Blüten sind geblieben, die Blätter sind fast alle abgefallen. Ja, aber er wird auch wieder kommen. Das habe ich hier schon festgestellt. Also es wächst alles sehr gut. Ja, vorhin war sie hier abgestürzt, aber ich mache gerne Aufnahmen mit der Drohne. Das macht mir Spaß, dafür habe ich sie mir auch gekauft. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch heute einen schönen Sonntag. Ja, wir haben Sonntag. Da ist man hier immer so ein bisschen durcheinander, weil die meisten Geschäfte offen sind. Nur Behörden haben zu und Banken. Und ja, einige, die wollen, machen zu, die anderen lassen auf. Das macht im Prinzip jeder, wie er will. In diesem Sinne wünsche ich euch was. Ich werde jetzt gleich das Video dann hochladen. Ja, und freue mich auf mein Gläschen Wein. In diesem Sinne, ciao, ciao, macht's gut, ich mach's besser.